zur Session Lernen in digitalen Lehr-Lern-Szenarien analysieren, verstehen und gestalten. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und auch die gemeinsame Session. Schön, dass Sie da sind und ich übergebe hiermit direkt an Henrike Kerschner. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, genau. Dann würde ich sagen, starten wir gleich. Genau, wie schon angekündigt, werde ich heute den modularen Fragebogen zur Evaluation digital gestützter Lehr- und Lernszenarien vorstellen. Wir haben im Moment, im Rahmen des digital gestützten, also des Verbundprojekts digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen diesen Fragebogen entwickelt. Und da geht es jetzt heute eben darum, dass ich diesen einmal vorstellen werde, ein bisschen zum Hintergrund und auch zur Entstehungsgeschichte erzählen werde, dann natürlich auch zur psychometrischen Qualität des Fragebogens und am Ende soll es noch einen kleinen Ausblick geben, welche weiteren Schritte wir planen und was noch für Projekte anstehen. Dann einmal ganz kurz zum Hintergrund. Also wir sind im Grunde, oder das, was uns sicherlich alle auch eint, dass es uns darum geht und das war auch Ziel unter anderem auch des Projekts und speziell auch unserem eigenen Arbeitsbereichs, dass wir im Grunde nachhaltige und digitale Lehre nachhaltig auch qualitativ hochwertig eben gestalten wollen und auch sicherstellen wollen. Und dabei geht es hauptsächlich eben auch um die Frage, welche Gelingensbedingungen digitaler Lehre denn man identifizieren kann und inwiefern muss denn oder sollten Lehrveranstaltungen digitaler Natur gestaltet sein, sodass sie möglichst auch mit guten und positiven Lernergebnissen einhergehen und zum Beispiel solche Konstrukte auch wie jetzt zum Beispiel Motivation, also wie sind denn die Studierenden motiviert während der Veranstaltung auch die zu lernen und auch die Inhalte zu lernen und auch inwiefern sind sie in der Lage selbst zu gestalten, also Thema selbstreguliertes Lernen eben selbst zu bestimmen, wie, wann, ob und woraufhin sie lernen. Weil all das sind wichtige Outcomes im Bereich der Lernpsychologie, die eben auch eindeutig mit Lernerfolg assoziiert sind und auch eine wichtige Grundvoraussetzung auch eben darstellen, um Ziele im Studium zum Beispiel einen Abschluss auch zu erreichen. Und um diese Fragen zu adressieren oder auch Lehrenden Einschätzungen oder Feedback dahingehend zu geben, wie gut in Anführungszeichen ihre Veranstaltung war und wie sie auch in Zukunft diese am besten gestalten können und sollen, werden natürlich vielfach ja Instrumente eingesetzt, überwiegend natürlich Fragebögen im Rahmen von Lehrveranstaltungsevaluationen und in diesem Rahmen setzt eben auch unser Fragebogen ein, den ich so mit meinen Kolleginnen und Kollegen entwickelt habe. Ein Jahr haben wir tatsächlich nachher gebraucht von der Pilotierung, Konstruktion bis nachher dann zur Pilotierung und dem konkreten Einsatz. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso brauchen wir noch ein Evaluationsinstrument? Es werden doch schon ganz viele tagtäglich, nein, vielleicht nicht ganz tagtäglich, aber in zu Evaluationszwecken im Rahmen von Lehrevaluation eingesetzt. Und da kann man zusammenfassen oder ist aus unserer Sicht zumindest kein Instrument bekannt, welches speziell eben auch für digitale Kontexte konstruiert worden ist. Häufig werden wurden jetzt solche Evaluationsinstrumente gerade im Kontext der Corona-Krise angepasst. Da weiß man natürlich dann immer nicht so genau, passt das jetzt dann auch für die digitalen Lehrveranstaltungen, die ja nun mal auch sehr, sehr heterogen sind und damit ja auch durchaus herausfordernd, das auch vernünftig zu erfassen. Und zu evaluieren, weil sie gerade ja so verschieden sind und natürlich auch eine große Begriffsheterogenität diesbezüglich auch besteht. Und dann
ist es auch so, dass, genau, habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, dass ja eben gerade so wichtige Outcome-Variablen im Lernkontext selten berücksichtigt werden in solchen Instrumenten. Und auch insbesondere was die Konstruktionen oder auch ja, dieser Instrumente oder bisherigen Instrumenten betrifft, dass ja nicht unbedingt immer so genau verschiedene Bestandteile des Hochschulalltags auch wirklich berücksichtigt werden und auch miteinander verknüpft werden. Also sprich zum Beispiel jetzt auch die Bedarfe der Lehrenden im Detail zu berücksichtigen. Die kriegen ja schließlich nachher auch ihre genau, Rückmeldungen dann durch die Evaluation und genau, ja, müssen oder wollen ja dann häufig auch ihre Lehre auf Grundlage dieser Erkenntnis eben auch weiterentwickeln. Aber natürlich auch solche Überlegungen, dass natürlich auch jetzt Evaluation oder Instrumente generell natürlich auch nicht endlos lang sein können, weil die natürlich auch im jeweiligen Rahmen zeitlich auf dem Umfang her natürlich auch eingesetzt werden müssen und natürlich auch idealerweise natürlich auch auf ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt zu genau Lernfragen, aber natürlich auch zu genau, was qualitativ hochwertige Hochschullehre überhaupt ausmacht, etc. Also welche Erkenntnisse haben wir da, dass man auch diese mit berücksichtigt. Und genau das ist auch da mit dem nächsten Punkt im Grunde schon verknüpft, dass halt eben ja, Lehrende häufig ihre Fragestellungen, das sind dann häufig solche wie, ja, wohin haben denn jetzt die, ja, also zum Beispiel haben die Studierenden, also waren die während meiner Veranstaltung motiviert, haben die sich mit den Inhalten auseinandergesetzt und haben sie dann auch, ne, dazugelernt zum Beispiel, dass das nicht unbedingt immer mit den bisherigen Instrumenten möglich ist zu beantworten. Und genau, da haben wir eben auch angesetzt und genau, dass halt häufig auch die bisherigen eingesetzten Evaluationsinstrumente nicht immer unbedingt so ja, abrufbar sind. Und man genau, als natürlich als Lehrender selbst, aber auch wenn man jetzt also genau eine Veranstaltung oder auch einen im Rahmen von einem Forschungsprojekt zum Beispiel evaluieren möchte, dass man nicht unbedingt genau Zugriff zu diesen Instrumenten hat und auch häufig nicht unbedingt weiß, wie gut sind die denn tatsächlich und es da oder auch mit welchem Hintergrund sind die entwickelt worden etc. Genau, und das wollten wir, an diesen Punkten wollten wir eben ansetzen und haben wir auch angesetzt. Zum einen haben wir genau in dem Verbundprojekt eben auf Basis der einschlägigen Literatur dann auch den bestehenden, genau, möglichst psychometrisch schon genau, ja, untersuchten Instrumenten, aber auch den genau Erfahrungen der jeweiligen Partner, also das waren genau die vier hessischen Hochschulen, die Technische Hochschule Mittelhessen, Goethe-Universität in Frankfurt, die Philipps-Universität Marburg und die Justus-Liebig-Universität in Gießen, denen gemeinsam eben genau dieses Instrument auch entwickelt und auch die Basis, also der theoretische Hintergrund dessen sehen Sie jetzt hier. Das ist ein genau ein Rahmenmodell, oft also angelehnt an Rindermann, kennt vielleicht auch der ein oder die andere. Und da genau war das Modell, auf das sich nachher alle auch soweit einigen konnten, das auch mit den genau bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch soweit vereinbar war, dass aus unserer Sicht am ehesten genau die Multidimensionalität der ja, digitalen Lehre auch abbildet. Und da sehen Sie unten, also genau, das sind immer die vier, genau, ja, aus dem Modell eben von Rindermann, die vier Faktoren, die aus seiner Sicht beziehungsweise auch zusammengetragen, ja, im Grunde genau gelungene Hochschullehre eben auch abbildet. Rechts und links sehen Sie dann in den geschweiften Klammern, wie wir diese Faktoren mit Inhalten gefüllt haben. Selbstverständlich kann man da natürlich auch, ja, mehr oder weniger andere Anteile oder Inhalte natürlich auch noch finden. Aber erstmal stellt das eben die Grundlage dar und unten sehen Sie dann auch die Gelingensbedingungen, die wir eben auch auf Basis der genau, einschlägigen Literatur, zum Beispiel auch genau Wannemacher et al. Von 2016 aus dem Paper beispielsweise abgeleitet haben. Das sind häufig auch in anderen Arbeiten genau genannte Charakteristika und auch Vorteile digitaler Lehre, die dann eben auch mit genau abgebildet werden. Genau, dann kommen wir schon zum genau, Fragebogen an sich. Die Zeit rennt ja leider ein bisschen.
Also prinzipiell, genau, ist das jetzt die Version zur Befragung von Studierenden. Unser Fragebogen ist modular aufgebaut. Das sehen Sie auch jeweils so angedeutet schon. Es gliedert sich insgesamt der Bogen in zwei Teile. Einmal, genau, Teil 1, eben die Basismodule, die sozusagen ganz allgemein im Grunde für jede digitale, möglichst ja, sehr Veranstaltung in Frage kommen, also die genau, die man diese evaluieren kann. Und da sehen Sie, da sind genau Module enthalten, die genau allgemeine Charakteristika zu der jeweiligen Veranstaltung dann eben abbilden, die eben genannten Gelingensbedingungen und genau auch die Lern- und Leistungsoutcomes. Ich glaube, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, jeden einzelnen Baustein etc. auch zu definieren und genau zu beschreiben und uns anzugucken, was da genau dahinter steht. Aber exemplarisch habe ich Ihnen jetzt mal genau erst aus dem Modul der Gelingensbedingungen mitgebracht. Das sind jetzt die Items bzw. Fragen, die jetzt für den Praxisbezug in, genau enthalten sind in dem Bogen. Ne? Also zum Beispiel Praxisbezug meint jetzt hier oder wird so erfasst und operationalisiert, dass genau, ob denn in der Veranstaltung der Nutzen der Inhalte thematisiert worden ist, ob genau Einblicke in spätere berufliche Tätigkeitsfelder enthalten waren und inwiefern auch die Studierenden durch die Veranstaltung genau Einblicke in die Forschungsarbeit des Faches erhalten haben. Und genau für die Individualisierung sehen Sie die auch hier unten dargestellt, die Items. Da sieht man eben, genau, also da geht es eben darum, wie genau konnten die Studierenden, also hatten sie die Freiheit auch selbst zu entscheiden, wie sie lernen möchten, auch wie schnell etc. Das sind natürlich prinzipiell auch durchaus Gelingensbedingungen, die auch für analoge, sage ich jetzt mal, oder für teildigitalisierte etc. Ja, Veranstaltungen auch man auch durchaus darauf anwenden könnte. Aber genau, wo im Prinzip die theoretische Idee auch eben war, dass genau, wenn da die Studierenden genau dem sehr stark zustimmen, dass genau das dann auch mit einer Gesamtzufriedenheit mit der Veranstaltung einhergeht. Genau, dann kommen wir zum zweiten Teil. Es war nämlich oder ist nämlich so, dass die Lernenden auch häufig, ja, gerade jetzt im Zuge auch der Corona-Krise oder so, zum Beispiel ein jetzt Lehrvideo entwickelt haben oder auch produziert haben oder ein Selbstlernmodul erstellt haben oder eine ganze Veranstaltung komplett, genau, anhand eines oder ja, im Rahmen eines gewissen Formates umgestellt haben. Und dann ja häufig auch eben wissen wollen, okay, wie hat das jetzt eigentlich geklappt und ja, wie fanden die Studierenden das, jetzt mal ganz stark vereinfacht gesagt. Und dafür ist dann nämlich, sind nämlich die Module des zweiten Teils ja, genau, verfügbar, indem dann nämlich spezifische Lernformate oder auch Tools, wie beispielsweise Lernvideos oder genau, Selbstlernmodule dann ausgesucht werden können. Also die generelle Idee ist eben, dass und wurde jetzt auch so schon mehrfach in den letzten Semestern so eingesetzt, dass halt Lehrende meistens häufig den Basis, also alle Module des ersten Teils, also die Basismodule in ihrer Evaluation dann genau genommen haben, also ausgesucht haben und dann passend zu ihrer individuellen Veranstaltung, je nachdem, was sie wissen wollten oder auch wie konkret sie die Veranstaltung eben gestaltet haben, dann noch eins oder zwei, je nachdem, Module des zweiten Teils ausgewählt haben, sodass dann auch eben nochmal ganz genau handlungsorientiertes und spezifisches Feedback zu den genau ja, digitalen Anteilen, nenne ich es jetzt mal, eben nämlich dann auch erhalten können. Und da auch wieder ein Beispiel, genau, ist jetzt aus dem Modul Lernvideos aus dem Teil Konsum. Das haben wir nämlich dann in der Pilotierungsphase auch sehr schnell gemerkt, dass ja, es natürlich auch einen Unterschied gibt, ob jetzt die Studierenden die Lernvideos nur konsumieren oder ob sie auch im Rahmen der Veranstaltung selbst welche erstellt haben. Davon auch, genau abgeleitet entstehen natürlich auch andere Fragen, auch aus lernender Sicht, die sie natürlich dann wissen wollen darüber und dazu ein Feedback haben wollen. Das sind jetzt genau aus dem Konsummodul. Und genau hier sehen Sie beispielhaft ein paar Items.
bezieht sich auf die Merkmale, auch darunter habe ich jetzt auch wieder ausgeführt. Da genau ist die immer die Literatur genannt. Das basiert nämlich, also die Module jeweils auch auf einschlägigen genau Arbeiten, zum Beispiel Prame genau 2016. Da werden zum Beispiel genau so ja, Empfehlungen gegeben, wie ja gute Lernvideos denn gestaltet sein sollten, und aufgrund dieser zum Beispiel Checklisten etc. oder auch Erkenntnissen, die man darüber hat, haben wir dann eben die einzelnen Items erstellt. Genau, also Sie können sich jederzeit unter genau, fragebogen-hochschullehre.de auch sehr gerne den Fragebogen selbst angucken, weil er genau enthält natürlich sehr, sehr viel mehr Items, als jetzt hier genau dargestellt werden können, aber damit Sie erstmal einen Eindruck kriegen können. Und genau, wie ich schon erwähnt habe, genau, haben wir selbstverständlich den Bogen genau in einem Semester pilotiert. Zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich so, dass es durchaus schwierig war, überhaupt digitale Veranstaltungen zu finden und Lehrende, die genau mitmachen wollen, weil es uns ja auch darum ging, auch Feedback zu erhalten, um das dann auch wieder mit einfließen lassen zu können und das Instrument auch wirklich auch für die Bedarfe der Lehrenden eben genau funktioniert. Und ab genau Sommersemester 2020, also dem Corona-Semester schlechthin, genau, ging dann der Bogen auch regulär an den vier hessischen Hochschulen im Rahmen der Lehrevaluation an den Start und genau wird auch seitdem an eingesetzt. In dem Zeitraum haben wir dann auch sehr viele genau Anfragen auch von außerhalb oder außerhalb von hessischen Hochschulen bekommen, die eben auch genau den Bogen gerne irgendwie einsetzen wollten und darauf gestoßen sind, weil sie auch das Problem hatten, ja, jetzt haben wir plötzlich eben gar kein Instrument oder wir wissen nicht so genau, irgendwie müssen wir schnell, brauchen wir Erkenntnisse darüber, wie denn unsere Studierenden die Veranstaltung finden. Und genau, das war natürlich sehr erfreulich und dafür ist es ja eben auch gedacht gewesen. Genau, zudem haben wir, das war dann auch im Rahmen meiner, Dissertation, also meiner Doktorarbeit, ging es eben auch darum, ja, die Qualität eben des Fragebogens auch sich nochmal genauer anzugucken und zu analysieren. Und da haben wir, genau aus Zeitgründen, auch ist das jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz und zusammengefasst, also habe ich halt verschiedene multivariate, genau, Analysen durchgeführt, um eben zu schauen, genau, misst denn der Bogen das, was er vorgibt, zu messen? Lässt sich denn auch die genau postulierte Struktur, also die, zum Beispiel die Gelingensbedingungen oder auch die jeweiligen Skalen dann eben ja mit dem, also passen die zu den Daten? Lässt sich das so abbilden? Ist der Bogen auch genau, funktioniert auch in verschiedenen Hochschulen, also oder wird, werden zum Beispiel die dahinterliegenden Konstrukte genauso verstanden an der Uni Marburg wie an der, genau, zum Beispiel THM, also Technischen Hochschule Mittelhessen. All, genau, das hat, genau, habe ich natürlich dann auch noch gemacht und, genau, hat, muss man sagen, weitgehend auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert und die Eigenschaften sind, ja, genau, auf jeden Fall sehr positiv auch, oder die Ergebnisse fallen sehr positiv aus. Und im Grunde bestätigen die Ergebnisse, dass genau der Fragebogen für seinen Einsatzzweck auch so funktioniert. Natürlich gibt es auch ein paar Einschränkungen. Das wäre schön, wenn das nicht so wäre, aber er wäre auch tatsächlich unseriös, wenn man behaupten würde, nee, alles ist ganz toll und alles hat perfekt funktioniert. Genau, zum Beispiel gab es einige Einschränkungen dahingehend, dass zum Beispiel in dem Semester wurden zum Beispiel einfach die Baustein oder der Baustein oder das Modul zu dem, genau, zum Virtual Reality einfach nicht ausreichend nachgefragt, sodass da nicht genug Daten vorlagen oder vorliegen und genau diese Analysen, also beziehungsweise die psychometrische Qualität dann für dieses einzelne Modul zum Beispiel noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Aber da sind wir im Grunde dann auch schon beim Ausblick, also auch das, was wir jetzt noch weiter anstreben, eben genau weiter natürlich den Fragebogen weiterhin zu überprüfen und auch weiterzuentwickeln. Gerne natürlich auch gemeinsam, also wenn Sie jetzt genau auch zum Beispiel auf der Suche nach einem Instrument sind, um digitale Lernszenarien zu evaluieren, dürfen Sie den Bogen auf jeden Fall auch sehr gerne kostenlos selbstverständlich nutzen. Das war, wie gesagt, auch eins unserer Ziele.
Und genau, vielleicht könnten wir da auch gleich nochmal drüber diskutieren, welche weiteren Module Sie vielleicht auch interessant fänden oder wo Sie denken würden, ja, das hat vielleicht, oder genau, da gibt es vielleicht Bedarf. Also wir hatten da jetzt zum Beispiel an, genau, also noch ein Modul zum Augmented Reality oder auch zu genau, Inverted Classroom-Formaten beispielsweise überlegt. Aber genau, das wäre auf jeden Fall, denke ich, ein Diskussionspunkt, den wir gerne zum Beispiel diskutieren könnten. Dann gibt es zum Beispiel noch so Fragen, die auch noch offen sind, zum Beispiel das, genau, die Praxistauglichkeit des Moduls Partizipation, also dass das ein, also zum Beispiel die Abfrage, in wie vielen Sitzungen waren Sie, also ne, als Studierende, denn anwesend, das stammt aus, genau so oder so ähnlich, auch aus, oder ist, also ein bisschen vielen anderen Evaluationsinstrumenten auch enthalten. Da ist halt die Frage natürlich auch so ein bisschen, ja, ist das im digitalen Raum noch, ja, notwendig oder überhaupt sinnvoll zu erfragen, weil es vielleicht gar nicht mehr so mit den klaren Sitzungen eingeteilt ist, beispielsweise, also das jeweilige Konzept, also das ist natürlich so ein bisschen die Frage, inwiefern das noch, ja, sinnvoll ist. Und dann ist noch, genau, als kleinen weiteren Ausblick, genau im Rahmen des genau neuen Verbundsprojekts NEEDIT, auch gefördert durch die Stiftung genau, Innovation in der Hochschullehre, ist auch geplant, eben diese Instrumente jetzt. Es gibt nämlich auch noch einen Fragebogen, der parallel, also für Lehrende, der parallel zu der Studierendenversion entwickelt worden ist, der aber bislang noch nicht so umfassend genau getestet werden konnte. Der soll jetzt auch in dem Rahmen, genau im Rahmen von so Qualifizierungsmaßnahmen von Lehrenden zum Thema Digitalkompetenz eben auch eingesetzt werden. Und genau in dem Rahmen von dem Projekt wollen wir jetzt auch gerne die Bögen noch genau weiterentwickeln und noch mehr auf ihre Praxistauglichkeit testen. Ja, genau, dann, genau, es war ein sehr schneller Durchlauf. Aber insofern, genau, bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und Interesse und genau, freue mich natürlich auf genau, Diskussionen, Fragen. Das ist da gut. Genau. Genau, es gibt viele Fragen. Genau. Genau, was ist hier mit Instrument gemeint? Genau, also mit dem Instrument, also mit dem Begriff an sich, also Instrument, Evaluationsinstrumente sind genau Fragebögen beispielsweise. Also hier, also unser Evaluationsinstrument sind genau Fragebögen, das heißt jetzt hier vorgestellt. Speziell ist der genau Fragebogen für also zur Befragung von Studierenden. Genau. Genau, ganz richtig. Genau, kann der Fragebogen eingesehen werden? Ja, genau, jederzeit. Genau, klicken Sie am besten. Ah ja, perfekt, da hat jemand schon genau direkt den Fragebogen reingepostet. Genau, den können Sie sich jederzeit natürlich gerne angucken, auch wenn Rückfragen bestehen sollten. Gerne jederzeit uns kontaktieren, mich kontaktieren. Wir helfen natürlich auch sehr gerne bei der, genau, bei der ja, Einsetzung, Anwendung, genau, beim Einsatz. Ja, genau. Für wie viele Veranstaltungen wurde Fragebogen bereits genutzt? Ja, sehr gute Frage. Also aus den letzten Semestern habe ich jetzt gerade nicht die Zahlen im Kopf, aber die genau Evaluations-, also die Psychometrie-Güteüberprüfung, das war im Sommersemester 2020. Das waren um die 200 Veranstaltungen an vier verschiedenen hessischen Hochschulen. Genau. Genau, spiegelt die Folie zu der Erstellung eines neuen aktuellen Forschungsplans 2021 wieder. Ja, genau, also teils, teils. Prinzipiell gibt es natürlich jetzt viele, viele neue Erkenntnisse, deswegen ist jetzt auch gerade die Publikation noch nicht genau fertig, weil ich gerade auch unter anderem auch dabei bin, nochmal genau den aktuellen Forschungsstand auch zu nochmal zu integrieren und auch nochmal zu gucken, gibt es da noch weitere neue Erkenntnisse? Ja. Genau. Ansonsten, genau, wenn Sie da auch genau Studien etc. kennen, die genau super spannend und auch jetzt dafür relevant sind, dann freue ich mich natürlich auch immer über genau einen Austausch. Genau, ist es möglich, die Folien zu bekommen? Ja, ich, also
spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Muss ich gleich nochmal gucken, inwiefern die auch geteilt werden können. Aber ja, sehr gerne. Genau, vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber die Frage könnte man doch genauso in jedem anderen Evaluationstool stellen. Da verstehe ich, glaube ich, gerade die Frage nicht genau. Da wäre es vielleicht gut, wenn genau Philipp, ich sehe gerade nicht den Nachnamen, vielleicht das nochmal genau ausführen könnte. Wie umfangreich ist der Fragebogen, wenn alle Module ausgewählt werden? Genau, also prinzipiell ist es eigentlich gar nicht so gedacht, dass jetzt alle gewählt werden. Aber der erste Teil, das sind insgesamt 38 Items und dann, je nachdem, welchen Modul was aus dem zweiten Teil man wählt, variiert es zwischen 6 und 14 pro Baustein. Also erfahrungsgemäß haben die Studierenden zwischen 15 und 20 Minuten pro Evaluation gebraucht. Können die einzelnen frei im Rahmen der Hochschullehre verwendet werden? Ja, genau, das ist auch so gedacht. Also insbesondere die, genau, aus dem zweiten Teil, aber ja, das funktioniert. Genau, gibt es auch eine Version für die Online-Umsetzung? Ja, genau. Also wir haben einmal auch die Daten oder den Fragebogen angelegt in Eversys. Das wurde nämlich an den Hochschulen so verwendet. Und da könnten wir zum Beispiel auch die Datei gerne zur Verfügung stellen. Das steht auch auf der Homepage. Dann sparen Sie sich sozusagen das Einpflegen. Es gibt auch außerdem ein genau Projekt, ein, also ein angelegtes Projekt auch in Sourceky Survey. Das ist ein Umfragetool. Da können wir gerne auch den Bausatz sozusagen schicken und Sie müssten dann im Grunde nur, also so haben das bisher eigentlich fast alle gemacht, dann genau die Module behalten, die Sie genau haben möchten für Ihre Evaluation und alle anderen löschen Sie dann raus. Das ist kein Problem. Genau, was haben die N26 Studien geantwortet? Ja, super spannende Frage, genau. Mit der inhaltlichen Analyse, genau, das wäre tatsächlich ein komplett weitere Session etc. Genau, da können Sie mich gerne nochmal vielleicht separat anschreiben. Genau, da lief auch gerade eine Abschlussarbeit zur inhaltlichen Analyse. Genau, das können wir auch gerne, kann ich gerne auch dann teilen. Genau. Wo würdest du denn die Nutzung des Fragebogens noch ausschließen? Also prinzipiell ausschließen, also ist eine sehr gute Frage, glaube ich tatsächlich jetzt erstmal nicht. Wir haben natürlich jetzt noch nicht unbedingt Daten jetzt in sozusagen für Anführungszeichen Post-Corona-Zeiten oder jetzt in rein analogen Lehrveranstaltungen, wie sich der Bogen dort verhält. Das müssen wir natürlich noch gucken. Aber prinzipiell ist das genau, also auf jeden Fall erstmal möglich. Also es ist absichtlich auch, auch die Definition der digitalen Lehre ist absichtlich sehr, sehr, sehr breit angelegt. Das heißt, im Grunde lässt sich damit erstmal so, zumindest auch für den ersten Teil, eigentlich jede denkbare digitale Lehrveranstaltung evaluieren. Genau, zu Modulideen. Forschungsbasiertes Lehren und Lernen, KI-unterstütztes Lernen. Ja, das ist ja auch sehr gut. Genau, das kopiere ich mir auch gerne gleich schon mal raus. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Okay, jetzt gehen wir mal nach unten. Hat sich erledigt. Okay, wenn ich das jetzt hier irgendwas übersehen habe. Gibt es auch Items, die konkret nach dem Einsatz digitaler Tools fragen? Also zum Beispiel sinnhafte Einsatz, Einführung der Nutzung. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel auch bei den Lernvideos als Beispiel ist zum Beispiel auch enthalten die Einbettung. Also ob die Studierenden das Gefühl hatten, dass es jetzt einfach nur ein Video war, das so ja, zur Unterhaltung diente und nicht wirklich sinnvoll in die Veranstaltung integriert war oder eingebettet war. Genau, da gibt es je nachdem, welches Modul auch einige Items, die in diese Richtung gehen. Wir hatten tatsächlich bei der Entwicklung ein bisschen die Herausforderung, dass
gerade wenn es um sinnhaftigen Einsatz geht oder auch der Passung zu den Lernzielen etc. der Veranstaltung, wird das alles sehr gleich oder sehr schnell natürlich stark fachspezifisch auch. Und das ist dann natürlich problematisch, wenn man ein Instrument entwickeln möchte, was halt genau möglichst für genau sehr viele Veranstaltungen, möglichst alle Veranstaltungen genau in dem Rahmen eingesetzt werden kann. Ja, genau, auch Ermöglichung von Interaktivität, Interaktion zum einen unter den Studierenden, aber auch mit den in Interaktion mit den Dozierenden. Genau, da gibt es auch zwei Items auch zu. Okay, gut, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Und vielen Dank auch für das Feedback und für die Fragen. Das war auf jeden Fall ja sehr interessant und hilfreich. Und die Modulideen, die merke ich mir auf jeden Fall. Genau, und wenn sonst noch Fragen sind, natürlich immer gerne mich auch einfach kontaktieren. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmenden für das große Interesse, die Fragen, die Diskussion, natürlich an Henrike Kirchner für die spannenden Einblicke und die Punktlandung und dabei auch noch auf so viele Fragen im Chat eingegangen. Ganz toll. Also wirklich vielen, vielen Dank an alle und Henrike ist sicherlich auch noch im Chat und an anderer Stelle zu erreichen, um da im Anschluss auch noch weiter dran anzudocken. Und damit würde ich sagen, ich schicke alle Teilnehmenden gleich in die Lobby zurück, wünsche noch einen tollen, inspirierenden restlichen Tag und danke nochmal in alle Richtungen.